Alle Jahre wieder erscheint ein neues FIFA-Spiel für PC und Konsole, worauf Gamer gerne spielen. Auch dieses Jahr dürfen wir uns auf einen neuen Ableger der FIFA-Serie von EA freuen. Anders wie es Bolzplatz-Mitbewerber Konami dieses Jahr macht, erscheint ein vollständiges Spiel und kein preiswertes Update. Doch wie sieht es tatsächlich aus? Ist es eventuell doch ein Update, ein teures Update für Fußballsimulationsliebhaber oder ein gutes Spiel, das es wert ist, 60 Euro auf den Tisch zu knallen? Das schauen wir uns jetzt mal an. Zu Beginn sieht es auch wie ein Replay des 20er Ablegers aus. Menüführung und Design sind gleich des Vorgängers. Hier hat EA Canada schon mal nichts verändert. Die üblichen Ultimate Team Modi sind vorhanden, der Karrieremodus Vulta, die Online Modis, auch der Offline Anstoß ist weiterhin so umständlich verbaut wie im Vorgänger. Auch wenn der Umfang an Modis noch den Preis rechtfertigen würden, als FIFA 20 Spieler brauche ich für den gleichen Umfang keinen neuen Ableger. Auch wenn sich im Karrieremodus doch einiges geändert hat. Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wurde der Karrieremodus umgestaltet. Der Fokus ging mehr auf die Spielerentwicklung. Wir können die Wochen besser planen, selbst bestimmen, wann Ruhe-, Erholungs- oder Trainingstage sind, die sich wiederum auf die Moral, den Biss und Fitness der Spieler auswirken. Eine sehr gute Idee, die mir sehr gefällt, jedoch in der Umsetzung sehr umständlich. Da die Wochensimulation vor jedem Trainingstag anhält, was wiederum viel Zeit verschlingt. Haben wir damals noch die Trainingsspiele selbst gespielt, bekommen wir jetzt so viele, dass wir allein schon zwischen zwei Spielen Stunden verbringen können. Nachdem ich viel Zeit in diesem Feature reingesteckt habe, bin ich der Meinung, dass die Änderungen es nur schlimm bessert haben. Auch die Transfers wurden überarbeitet, was man eventuell auf den ersten Blick gar nicht erkennt. Wir können Spieler mit Kaufoptionen, Ausleihen oder andere Vereine treten an uns heran, um Spieler zu tauschen. Jedoch gibt es aber immer noch einige Mankos. Die schrecklichen Verhandlungen, die Manager-Interaktion im Restaurant bzw. im Büro. Zwar ein nettes Feature, aber zumindest könnte man dem Spieler die Wahl geben, diese Aktion auszuwählen oder auszuschalten. Wenn man sie komplett abschaffen würde, ich glaube, keiner würde sie vermissen. Leider vermissen tue ich viele Features, die sich die Community schon seit Jahren wünscht. Zweite Mannschaften, richtige Jugendmannschaften, Hallenfußball, Sponsoren, Trainingslager, Stadionausbau und. Sehr gut umgesetzt hat EA Canada dieses Jahr die Simulation eines Spiels. Wir haben die Wahl, das Spiel selbst zu spielen, zu simulieren mit Einflussmöglichkeiten oder es schnell zu simulieren. Erstere und letztere sind schon im 20er Ableger vorhanden. Neu ist die Simulation mit Einflussnahme, wo wir auch jederzeit ins Spiel eingreifen können, wenn man sieht, dass es eine enge Kiste wird. Auch sehr gefallen tut mir Vulta, Straßenfußball à la FIFA Street, wo wir unsere Tricks mal richtig auspacken können. Kein Wort möchte ich hingegen zu Foot und seine Mikrotransaktionen verlieren. Hier hat meiner Meinung nach der E-Sportler Tim Latka genug dazu gesagt. So schön auch die Modis und der Umfang sind, entscheidend ist auf dem Platz. Und hier knüpft FIFA 21 an FIFA 20 nahtlos an. Und ich meine jetzt nicht das Gameplay der ersten Stunden von FIFA 20, sondern an den aktuellen, an den durch Updates zerstörten Gameplay. Ich weiß nicht, was erlaube sich EA Canada, aber sowas geht nicht. Der Ball fühlt sich unter den Füßen etwas schwer an und infolgedessen spielen sich die Spieler langsamer. Zudem führt dies auch zu weitaus eigenwilligen Pässen, selbst von Topstars. Nach ein paar Minuten war mir schon die Lust und der Spaß an diesem Spiel vergangen. Doch daran kann man sich noch gewöhnen und sich auf das Spiel einstellen, damit man doch irgendwie den Spaß wiedererlangt. Doch bei diesem wiedererlangten Spaß macht dann die Kollisionsabfrage einen Strich durch die Rechnung, wo die Spieler sich über den Platz wie italienische Fußballspieler rumwälzen und dann sogar noch dafür Strafen erhält, obwohl man nur daneben stand. Größtes Manko des Spiels sind jedoch die Schwierigkeitsstufen, die auch schon im Vorgänger kaputt gepatcht wurden. Für mich ist das Spiel auf Weltklasse zu leicht, gewinne fast jedes Spiel mit mindestens 5 Toren Unterschied. Auf Legende wiederum dreht sich dies komplett, da fühlt sich auch ein Spiel gegen einen unterklassigen Verein wie ein Champions League Finale an. Da
ist man gezwungen, die Regler der Weltklasse-Schwierigkeit zu verändern, um diese auf die persönlichen Fähigkeiten abzustimmen. Doch auch das ist nicht die Komplettlösung des Problems. Vor allem nicht, wenn man sich das Torwartverhalten ansieht. Gefühlt ist jeder Ball des Gegners im Netz. Und dies ändert sich auch nicht, wenn wir vom Torhüter stehen. Sofern wir den Abschluss zwischen den 5er und 16er suchen und den Ball aufs Tor hämmern, ist er zu 90% im Netz. Und das auch ohne Timefinish. FIFA 21 konzentriert sich zu sehr auf den Angriff und lässt die Verteidigung links liegen, was ein erhebliches Ungleichgewicht zur Folge hat und somit schon die vorhin erwähnten hohen Ergebnisse ermöglicht. Bei den großen Mankos kann eigentlich EA Canada in den nächsten Patches nur alles besser machen. Eventuell ist es ja auch der Ansatz bei diesem Ableger der Serie. Davor war es ja immer andersherum. Ich hoffe es. Über Grafik, Präsentation und Sound muss ich wohl nicht viele Worte verlieren. Hier leistet FIFA 21 hervorragende Arbeit, wie schon seine älteren Brüder. Pressekonferenzen und Interviews vor und nach dem Spiel, Einlauf, Torhymne, Stadien, Spielertexturen, Animation, sehr, sehr nice. Sehr nice finde ich auch den Einbau von Ester Sedlacek. Spielen wir ein Spiel persönlich und parallel finden weitere Spiele statt, werden diese im Hintergrund simuliert. Fällt ein Tor auf einem anderen Platz, bekommen wir dies à la Sky-Konferenz mit. Wenn ein Tor fällt, meldet sie sich zu Wort und es heißt zum Beispiel: drittes Tor für München in der AWD-Arena, neuer Spielstand 3:0, es sind bereits 50 Minuten gespielt. Jedoch ist das Ganze ausbaufähig, da man nie erfährt, gegen wen das Tor gefallen ist. Lieber wäre mir da die tatsächliche Info, wie man sie von Sky kennt. Mit Torschütze, Minute, Ergebnis und Nennung beider Mannschaften, wie Tor in Augsburg. Ein wunderschönes Tor von Robert Lewandowski in der 50. Minute. Jetzt steht es 0:3 beim Spiel Augsburg gegen München. Ja, an dieser Stelle kommen wir dann auch zum Schlusspfiff, kurz noch die Nachspielzeit in Form unserer Wertung. Auf der Pro-Seite haben wir den Umfang an Modis, überarbeiteter Karrieremodus, Simulationsoptionen der Spiele, Grafik, Präsentation und Sound, die Lizenzen und natürlich auch Vulta. Auf der Kontraseite das Gameplay, vor allem die Torhüter, Verteidigung und das Passverhalten. Die Schwierigkeitsstufe, die Kollisionsabfrage und ja, die neuen Trainingsoptionen sind zu umständlich. Ja, und Foot muss ich doch auch, glaube ich, gar nicht mehr erwähnen. Ja, das Spiel bekommt von uns eine Wertung von 8,2 und mein Schlusswort: FIFA 21 fühlt sich dieses Jahr wirklich wie ein überteuertes Update an. Da helfen auch nicht die kleinen Veränderungen im Karrieremodus. Die Mankos des Vorgängers wurden nahtlos übernommen. Das Gameplay ist genauso grottig, wie es schon bei FIFA 20 nach den vielen Patches war. Ich kann nur wenige gute Worte diesem Spiel zusprechen. Meiner Meinung nach, lasst das Spiel im Regal stehen, freut euch über FIFA 20 mit der Hoffnung, dass EA das am Geldbeutel spürt und es in Zukunft besser macht.